Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Real Talk Video. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren alleinerziehend und wollte mal so ein Fazit ziehen. Weil natürlich hatte ich im Vorfeld gewisse Erwartungen daran oder gewisse Vorstellungen davon, wie es ist. Und wollte jetzt auch mal so ein Resümee ziehen, wie es denn dann so wirklich ist. Ich fange mal mit den Vorteilen an, die es so mit sich bringt und die auch relativ offensichtlich sind. Und das eine ist, was ich auch immer wieder gesagt bekomme, dieses, ja, aber du hast ja alle 2 Wochen ein ganzes Wochenende für dich. Ja, das ist ein riesen, riesen, riesengroßer Vorteil, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass nicht nur ist falsch gesagt, aber dass das schon ein großer Aspekt dessen ist, warum ich das überhaupt so gut gehandelt bekomme. Nämlich, weil ich immer wieder diese 2 Tage alle 2 Wochen habe, wo ich Erwachsenen-Dinge tun kann. Ne? Also, wenn ich das nicht hätte, wann gehe ich mal mit Freunden abends ins Kino? Wann feiere ich mal mit Freunden Geburtstag? Das wäre unglaublich schwierig. Das heißt, in diesen 2 Tagen tue ich die ganzen Erwachsenen-Dinge, die ich unter der Zeit halt einfach nicht machen kann. Also unter der Woche oder wenn ich an einem Wochenende die Kinder habe, dann kann ich halt nicht mal so einfach mit Freunden weggehen. Das mache ich auch nicht. Also da ist dann wirklich nur mal, wenn jemand Geburtstag hat oder solche Dinge. Aber ansonsten lebe ich da mein Erwachsenenleben halt einfach nicht. Das kann ich halt nur an meinen kinderfreien Wochenenden tun. Und auch nur da kann ich durchschlafen und ausschlafen und abends sehr, sehr lange wach bleiben und mal Alkohol trinken und ganz, ganz viele Stunden am Stück arbeiten, auch ganz, ganz lange abends arbeiten und bin da auch völlig frei in meiner Zeiteinteilung. Und nur das und diese kleinen anderen Dinge, die ich so im Alltag mache, sorgen, glaube ich, dafür, dass ich das hier überhaupt so gut gewuppt bekomme. Das ist natürlich das eine. Ich verstehe auch, dass Mütter, die jetzt in einer Beziehung leben und die das natürlich nicht haben, dieses ständige Frei, dass die das so ein bisschen als Argument bringen, wie gut es mir doch geht, was ich verstehen kann. Aber dann nehmen wir halt gleich mal die Gegenseite. Ne? Ich kann das halt an 4 Tagen im Monat machen und den Rest der Zeit kann ich es einfach nicht. Also ich würde zum Beispiel unglaublich gerne immer mittwochs abends zum Chor gehen. Ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Ne? Wenn ihr einen Partner habt, wäre es vielleicht noch möglich. Ich kann es einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Also das sind halt so diese Nachteile, diese doch vielen Abstriche, die man einfach machen muss, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse geht. Und da bin ich schon ein Mensch, der sehr stark auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Aber manche sind einfach nicht möglich zu erfüllen. Wie halt dieser Wunsch, gerne im Chor singen zu wollen, geht einfach aktuell nicht, wo die Kinder noch so klein sind. Ist einfach so. Also jetzt bei mir in meiner persönlichen Situation, in meiner persönlichen Lage. Was natürlich auch noch ein Riesenvorteil ist, was ich auch schon im Vorfeld wusste, du hast niemanden, mit dem du dich über Erziehungsfragen streiten musst, weil du halt deine Linie natürlich fährst, weil du quasi ja, allein erziehst die ganze Zeit. Natürlich gibt es aber irgendwo noch ein anderes Elternteil, mit dem du dich wieder auf einer anderen Ebene, auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen musst. Ne? Aber so im Großen und Ganzen gestaltet man jetzt halt seinen Alltag, wie man das selbst für richtig hält und muss damit niemand anderem irgendwie Rücksprache halten oder auf dessen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Was ich auch noch einen riesengroßen Vorteil finde und was mir sehr, sehr viel Erleichterung gebracht hat, ist auch dieses, du weißt, du bist allein. Ne, wenn man in einer Partnerschaft ist, hat man ja auch immer wieder diese Erwartungen an den Partner, wenn der heimkommt, dann macht er und tut er und wird und macht. Und dann kommt er halt heim und tut und macht und halt nicht, ne? Und da hat man wieder diese Enttäuschung und das war für mich viel, viel anstrengender und viel, viel kraftraubender, als jetzt zu wissen, okay, ich bin allein und muss halt alleine machen. Und das war für mich tatsächlich auch eine riesengroße Erleichterung, das nicht mehr zu haben. Dieser Wissen, okay, ich bin auf mich allein gestellt, ich muss das irgendwie für mich alleine regeln, war für mich wesentlich einfacher als dieses, du hast eigentlich einen Partner, du verlässt dich ein Stück, weil du hast gewisse Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden. Was für mich ein riesengroßer Nachteil ist, ist, dass man sehr eingeschränkt ist natürlich in seiner Zeitgestaltung. Wobei ich weiß, dass es mir noch sehr gut geht, weil ich einen Job habe, den ich von zu Hause ausführen kann.
wo ich auch flexibel in meiner Zeiteinteilung bin. Das heißt, ich kann mir meine persönlichen Arzttermine, Behördengänge, Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen, das kann ich alles in der Zeit machen, wo die Kinder im Kindergarten sind. Das heißt, ich habe wirklich, wenn ich die Kinder hole, dass ich Zeit mit denen verbringen kann. Nicht jeden Tag, nicht ausschließlich. Also es gibt auch Tage oder auch manchmal Wochen, wenn sich sehr staut, wo ich noch arbeiten muss oder Dinge im Haushalt erledigen muss, wenn die Kinder da sind, was auch okay ist, was bei anderen auch so ist. Aber ich weiß, dass ich da natürlich sehr privilegiert bin, was bei vielen anderen einfach nicht so ist. Trotzdem habe ich halt nicht die Möglichkeit, da die Kinder nochmal abgeben zu können, weil da halt noch ein zweiter Partner einfach da ist. Und was für mich das Allerschwerste ist, dass ich alle Entscheidungen alleine treffen muss. Und ich bin ein Mensch, der nicht einfach Entscheidungen treffen kann, tatsächlich. Das fängt an bei, wo geht mein Kind auf die Schule? Wollen wir umziehen? Wenn ja, wohin wollen wir umziehen? Wie soll diese Wohnung aussehen? Wie viele Quadratmeter soll die haben? Welche Umgebung soll die haben? Möchte ich, dass mein Kind sich mit dem oder dem trifft? Oder möchte ich das nicht? Gehe ich da Kompromisse ein? Mache ich das nicht? Und das muss ich immer jeden Tag alles mit mir selbst ausmachen. Und wenn ein Tag scheiße lief, dann ist da halt niemand, mit dem du dich austauschen kannst. Klar hat man seine Freunde, hat man seine Familie, aber den willst du auch nicht jeden Abend auf den Sack gehen. Also ist man auch den meisten Zeit nur im Austausch mit sich selbst. Und das ist sehr, sehr schwer. Auch dieses, ich muss das jeden Tag alleine machen. Ich muss das jeden Abend alleine machen. Also das nicht wie bei anderen, da wird immer im fliegenden Wechsel getauscht. Oder immer mittwochs und freitags bringt der Papa die Kinder ins Bett. Das ist bei mir nicht. Ich muss das einfach alleine machen. Wo aber wieder ein anderer Vorteil kommt, ich muss es halt alleine machen. Und darüber hat Jessie mal so eine ganz, ganz tolle Instagram-Story gemacht, weil sie auch gefragt wurde, wie machst du das eigentlich? Ja, wir müssen halt. Wir müssen halt und dadurch werden ungeahnte Kräfte freigesetzt. Und wenn du mal dachtest, deine Grenzen sind hier, nein, deine Grenzen sind irgendwo da oben und an die bin ich noch lange nicht angestoßen. Auch wenn ich oftmals sage, ich komme an meine Grenze oder ich bin an meiner Grenze, bin ich noch lange nicht. Also da ist noch so viel Luft nach oben, von dem ich eigentlich gar nichts weiß. Ist auch so eine schöne Art der Potenzialentdeckung, also wie viel Energie und wie viel Motivation und wie viel Kraft und wie viel Hingabe eigentlich in uns steckt, wenn wir denn müssen, wenn wir keine andere Wahl haben. Und ich habe einfach keine andere Wahl. Und mir wird sehr, sehr oft die Möglichkeiten habe ich einfach nicht, wie vielleicht andere. Also das ist so ein bisschen das, womit ich immer mal wieder hadere. Die Entscheidung, die ich treffen muss, dass ich mit allem halt alleine dastehe und dass man halt nicht einfach mal sagen kann, heute ging es mir nicht gut, ich gehe mal mit einer Freundin noch was trinken. Oder ich würde einmal die Woche gern zum Chor gehen singen. Dass man diese Möglichkeiten halt nicht hat. Aber man macht halt so seine Abstriche. Dafür habe ich halt andere Freiheiten, die wiederum Mütter in Beziehungen halt einfach nicht haben. Und das weiß ich auch zu schätzen. Also ich finde mich in meiner derzeitigen Lage, in meiner derzeitigen Position, in meinem, so wie mein Leben aktuell gerade läuft, tatsächlich doch sehr privilegiert und finde, dass es doch ausgesprochen gut läuft und ich bin sehr glücklich und zufrieden, auch wenn es sehr, sehr harte Tage gibt, sehr, sehr blöde Momente, viele Tränen, viel Wut, viel Enttäuschung. Aber es ist halt. Und ich habe ja halt keine Alternative. Und ich glaube, das ist auch das, so eine Art Vorteil, keine Alternative zu haben. Man muss halt einfach. Und das hilft ganz, ganz viel zu bewerkstelligen. Und ich glaube, ihr merkt es selbst, ganz, ganz viele haben mir geschrieben, wie sie die Veränderung von mir selbst und von meiner Energie auch gespürt haben, seit ich alleinerziehend geworden bin. Und das habe ich ja auch an mir selbst gemerkt. Ihr habt das, glaube ich, noch eher gemerkt, als ich selbst das an mir. Und das ist auch einfach so. Und ich weiß, Ende diesen Jahres werden wir nochmal einen größeren Schritt machen hin zu noch mehr Freiheit, noch mehr so leben, wie wir gerne leben wollen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und das ist wieder so ein schöner Lichtblick. Und alles andere wird sich auch fügen. Die Kinder werden älter werden. Da werden sich mal andere Gelegenheiten ergeben. Und vielleicht kann ich dann irgendwann auch mal wieder zum Chor gehen. Ich hoffe, dieser kleine Rückblick hat euch gefallen, meine kleine Zusammenfassung, wie es denn wirklich für mich persönlich ist, alleinerziehend zu sein. Was jetzt das Single-Leben anbelangt, will ich mich jetzt gar nicht so groß weit dazu äußern.
ist halt schwer. Ist halt kompliziert, vor allem wenn man gewisse Ansprüche hat, so wie ich, wenn man seinen Selbstwert kennt und sich nicht unter Wert verkaufen möchte. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich glücklich mit mir selbst, mit meinen Kindern und meinen Katzen bin und nicht zwingend einen Partner brauche zu meinem Glück. Wenn mal einer kommt, der in unsere Familie passt, ist der herzlich willkommen. Und wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung. Und ja, das wollte ich so sagen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Was ihr so dazu sagt, ob ihr alleinerziehend seid, ob ihr nicht alleinerziehend seid, das würde mich auch sehr interessieren. Ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!